Nanu? Oh. Ja, die Typen wollen einfach nicht aufgeben. Dann kostet mal meine Klinge, Leute. Umzingeln ist fies, Leute. Macht nur halblang. Ihr seid immerhin drei. Aua! Hey, macht mal halblang, Leute. Ich bin noch ein armes kleines Mädchen. Ich kann noch nichts. Na, da kommen noch mehr. Die wollen es aber auch wirklich auf die Fresse haben. Immer schön ausweichen, parieren können wir gerade nicht. Aua. Arme Irrer. Wer ist das? Also bei den Assassinen wird anscheinend Kameradschaft groß geschrieben, so wie das gerade aussah. Der eine rutscht runter, die anderen zwei schauen sich an. Helfen wir dem jetzt? Och nö, lass mal gehen hier. So, einmal plündern bitte. Eins. Zwei, aber das geht mir zu langsam. Ich mach mal die Schnelldurchlauf. Wie die immer vor Scham im Boden versinken. Nee, nee, nee. So, und hier haben wir den Fischer. Hengfisk. Du hast sie geschlagen und ich konnte nur zusehen. Ich erinnere mich an dich. Ich weiß noch, wie du mit deinen Freunden am Strand gespielt hast. Das muss vor einer Ewigkeit gewesen sein. Vermutlich hast du gesehen, wie ich mit Steinen und Möwen gespielt habe. Ich hatte nicht viele Freunde. Mag sein, aber deinen Halbbruder Leon hattest du und diesen Benedikt. Seid ihr beide denn immer noch? Dass immer alle auf Benedikt zu sprechen kommen müssen. Sagen wir es ihm besser auch. Er ist tot. Oh, wir leben wirklich in dunklen Zeiten. Ich habe ihn früher das eine oder andere Mal aus dem Wasser gefischt, wenn er sich zu weit hinauswagte. Aber heute bin ich wohl derjenige, der Hilfe braucht. Diese Kerle wollten mich umbringen und haben mich schwer am Bein verletzt. Sie haben meine Ruder zerbrochen, damit niemand mein Boot zu ihrer Verfolgung nutzen kann. Aber vor einigen Tagen hat ein Boot da vorn an dem kleinen Felsen Schiffbruch erlitten. Ich glaube, dessen Paddel liegen dort noch irgendwo. Wenn du sie mir holst, dann bringe ich dich, wohin du willst. Okay, das klingt nach einem Deal. Das heißt, wir müssen jetzt mal darüber auf die Insel. Ich mach's dafür noch ein bisschen auf RPG-Style und zieh mal die normalen Klamotten an, weil in der Rüstung schwimmen kommt ein bisschen unlogisch. Wobei es natürlich auch nicht logischer wird, wenn du die Rüstung irgendwo im nicht sichtbaren Inventar verstaust. Wo auch immer Skull das ganze Zeug dabei hat, die zum Beispiel 20 Skimitare. So, und da oben haben wir jetzt paar Fledermäuse oder was auch immer das sind. Mauergreifer. Die lassen wir lieber mal in Ruhe, weil wir haben keine Fernangriffe momentan. Und Mauergreifer ohne Fernangriffe sind richtig böse. So, wieder zurück an Land. Und ich habe gerade noch Hinweise zum Auftrag gefunden. Der verletzte Fischer. Der Fischer Hengfisk kann mich nach Venedig bringen, wenn ich eine Ruder wiederbeschaffe. Eine Ruder wiederbeschaffe. Na, da kommt wohl ein S rein. Sie sind in der Nähe der Küste auf einer kleinen Insel angeschwemmt worden. Ich habe die Ruder beschafft und kann sie nun dem Fischer bringen. Ja. Und noch die Aufgabe, wie man Felsen bewegt. Die Handelsroute nach Venedig ist blockiert. Um sie wieder frei zu machen, muss ich Soros finden, der die Brieftauben gestohlen hat. Ja, das wollen wir gleich mal machen. Reden wir mal mit Hengfisk. Da hat er gesagt, er kann uns hinbringen, wohin immer wir wollen. Ich muss mich für mein Gebrechen entschuldigen. Dies war kein ehrenwerter Auftrag. Wir können ablegen. Wohin möchtest du? Ja, in die Schmugglerbucht runter. Da ist ja dieser Soros. Bring mich zur Schmugglerbucht.
Wow, 400 Erfahrung. Plus 20, weil wir die Schmugglerbucht gefunden haben. Und ein Autosave, die ich sowieso nicht benutze. Und da drüben sitzt jemand. Das sollte Soros sein. Sollte Soros sein. Alliteration, ja. Ist er auch. Wer zum Teufel bist du? Und was willst du? Ja, wir wollen die Brieftauben. Der Wirt der Windmühle hat mich gebeten, dich aufzusuchen. Dieser verfluchte Narr hat wohl nicht den Mut, selbst hierher zu kommen. Was will er diesmal? Die Brieftauben. Er will die Brieftauben, die du gestohlen hast. Gestohlen? Oh, verflucht. Dieser alte Lügner. Er ist der Dieb und der Betrüger, nicht ich. Die Tauben sind meine und waren es schon immer. Er wird niemals eine meiner knuddeligen Tauben kriegen. Moment mal. Diese Tauben gehören nicht dem Kneipenwirt? Du behauptest, diese Tauben gehören dir? Also, es ist ziemlich einfach. Wenn der alte Tauge nichts eine meiner Tauben haben will, muss er dafür bezahlen. Okay, dann sollten wir nochmal mit dem Wirt reden. Ich werde mit ihm reden. Jetzt verschwinde endlich. Was hat der Kneipenwirt uns da wieder für einen Bären aufgebunden? Der hat uns gebeten, den Kerl einfach umzubringen? Was kann ich für dich tun? Ich möchte das Boot benutzen. Wohin möchtest du? Ja, zur Südbucht, weil wir noch ein Hühnchen mit dem Wirt zu rupfen haben. Bring mich zur Südbucht. Ja, deswegen gehen wir jetzt nochmal schnell zum Wirt und fragen ihn, was das Ganze soll. Dass der einfach gesagt hat, bring den Kerl mal um. So, wir müssen jetzt diese Treppen wieder nach oben, die wir vorhin übersprungen haben, dadurch, dass wir mit Ingvar zusammen nach unten sind, der uns jetzt die Kampffertigkeiten beigebracht hat. Dementsprechend dürfen wir jetzt einmal die kompletten Treppen nach oben laufen. Das wäre auch nichts für Leute mit Höhenangst. Hier einfach mal links runter. Iha. Da ist noch eine Waffe mit einer imperialen Münze. Und wenn ich da mal so nach rechts um die Ecke schaue, dann sieht es auch recht verdächtig aus. Da hinten ist nichts, aber da ein richtiger Riecher. So, dann gehen wir nochmal in die Taverne. Dann fragen wir nochmal den Wirt, was das Ganze jetzt soll. So, Juan, der Kneipenwirt. Und? Hast du die Tauben? Die gehören nicht dir. Also er sagt, du würdest lügen und die Tauben gehörten ihm. Oh, du hast noch mit ihm gesprochen, bevor du ihn getötet hast? Ich habe ihn gar nicht getötet. Er wartet auf eine Antwort. Wie schade. Ich meine, also gut. Er sagt die Wahrheit. Wir waren nie die besten Freunde, wenn du weißt, was ich meine. Die Tauben gehören eher ihm als mir. Also dann, wenn's sein muss, gib ihm diese Dukaten. Hoffentlich rückt er dann eine Taube raus. Warum nur müssen manche Menschen so kompliziert sein? Weil es einfach nicht geht, dass man Leute umbringt, nur weil man irgendwas von ihnen braucht. Stichwort Raubmord und so. Der Nachteil an der Sache ist natürlich, dass wir jetzt wieder den kompletten Weg zu laufen haben. Also nochmal nach unten gehen. Über den wirklich sehr einladenden Holzsteg. Besser gesagt, die sehr einladenden Holztreppen. Die teilweise doch einen super stabilen Eindruck machen. Mhm. Und da ist Hengfisk. Was kann ich für dich tun? Ich möchte das Boot benutzen. Wohin möchtest du? Zur Schmugglerbucht. Bring mich zur Schmugglerbucht. So, dann können wir jetzt wieder mit Soros reden, damit wir hoffentlich eine Taube bekommen. Du schon wieder. Ich dachte, ich hätte das schon erklärt. Er bekommt nur dann eine meiner Tauben, wenn er dafür bezahlt.
Ja, wir haben ja auch Geld dabei. In Ordnung. Ich habe das Geld für dich. Hier, nimm diesen Schlüssel. In meiner Höhle findest du, was du brauchst. Und dann lass mich endlich in Ruhe. Ja, wir gehen ja schon wieder. So. Hübscher Eingang für eine Höhle. Ah, da ist ein Wühler. Der Typ hat wohl ein bisschen was an Haustieren da. Oh, sogar zwei. Zwei Wühlerfälle, vielen Dank. Ah, da liegt noch was. Eine imperiale Münze. Eine einfache Truhe. Da sind wir mal so frei und nehmen uns das Zeug mit. Muss ja irgendwie eine Aufwandsentschädigung dafür geben, dass wir hier die ganze Zeit rumlaufen. Und hier haben wir eine Taube. Eine einzige. Gut, das sind noch ein paar Käfige, aber die haben die ganze Zeit von so vielen Tauben gesprochen. Er hat alle unsere Brieftauben gestohlen. Irgendwie ist nur eine einzige da. Jo, danke Soros. Wir gehen mal wieder rüber zur Südbucht. Was kann ich für dich tun? Ich möchte das Boot benutzen. Wohin möchtest du? Zur Südbucht. Bring mich zur Südbucht. Und weil es so schön ist, nochmal den Weg nach oben. Dass die zwei aber auch so weit voneinander entfernt sein müssen. Da merkt man richtig, dass die zwei sich nicht ausstehen können. Also Juan und Soros. Auch wenn es dafür für uns ein bisschen kompliziert wird, weil wir die ganze Zeit laufen müssen. Auf geht's in die Taverne. Einmal hier rüber und Juan ansprechen. Und? Hast du die Tauben? Yep. Ja, hier sind sie. Wunderbar. Ich schicke sie sofort los und dann wird bald Hilfe unterwegs sein. Du solltest später wiederkommen. Ich bin sicher, die Straße ist dann wieder frei. Bis dahin kommst du nur mit deinem Fischerboot unten an der Küste nach Venedig. Hübsches Leuchten für das Level 7. Das heißt, mal wieder alle Aufträge erledigt. Nur die, die wir in Venedig erledigen können, beziehungsweise in Venedig erledigen müssen, noch nicht. So, wir gehen jetzt auch mal auf Weisheit und auf mentale Stärke. Nehmen wir es mal so rum. Mit. Da ist noch. Achso, das ist ein Mirk. Jetzt, wo die Ganoven fort sind, werden wir hier erstmal aufräumen. Und was trinken. Jau, was trinken. Na gut, der hat nichts mehr Neues zu erzählen. Da es jetzt aber schon mitten in der Nacht ist, gehe ich nochmal eine Runde pennen. Und zwar bis zum nächsten Morgen. Weil jetzt haben wir hier auch nichts mehr zu erledigen. Also können wir getrost hinunter zur Bucht gehen. Eine Runde mit Hengfisk reden. Und ihn fragen, ob er uns nach Venedig bringen kann. Denn das ist ja das, wo wir hinwollen. In diese große Stadt, die direkt vor uns liegt. Ach, ist das herrlich. Hübsches, riesiges Gebäude da in der Mitte, im Vergleich zu den kleinen Häusern. Müsste ein Palast oder sowas sein. Oder ein Schloss, keine Ahnung. Gehen wir hinunter in die Südbucht. Da wären wir. Da ist Hengfisk.
Und wir wollen nach Venedig. Was kann ich für dich tun? Ich möchte das Boot benutzen. Wohin möchtest du? Nach Venedig. Bring mich nach Venedig. Venedig? Aber was willst du denn dort? Diese Stadt ist verrottet bis auf die Grundfesten und sie ist zerfressen von Gier und Korruption. Du findest nur Abschaum da, Lug und Trug und niemanden, dem du vertrauen kannst. Warum bleibst du nicht hier? Jemand wie dich können wir brauchen in Zeiten wie diesen. Ja, Problem ist, die haben das Dorf angegriffen. Wegen uns. Die Dorfbewohner haben gesagt, wir sollten besser abhauen. Außerdem haben wir noch einen Auftrag in Venedig zu erfüllen, also wir müssen darüber. Ich muss dorthin. Ich habe eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Du hast dich verändert, Scarlett. Ich glaube, du bist erwachsen geworden. Gut, gut. Ich werde dich rüberfahren. Wir können das alte Wassertor benutzen. Allerdings sagt man, dass sich diese Assassinenbrut dort eingenistet hat. Also dann, es ist Zeit, dem Ort deiner Jugend Lebewohl zu sagen. Warte, hier drinnen ist es sehr dunkel. Ich kann dir eine Laterne und Öl für ein paar Dukaten anbieten. Damit hast du etwas Licht. Aber das wird noch immer keine große Hilfe gegen die Derwisch-Assassinen sein, die angeblich ihr Lager hier unten aufgeschlagen haben. In der Mitte dieser Gänge befindet sich ein großer, kreisrunder Schacht. Wie ein riesiger Brunnen. Ich habe gehört, dass sich dort die Quelle allen Übels verbirgt. Der untote Fürst? Ich werde dich nicht begleiten. Ich bin nur ein alter Feigling. Aber ich werde noch etwas hierbleiben, falls du mich brauchst. Also, wie steht es jetzt mit der Laterne? Ja, schauen wir mal, was er anzubieten hat. Zeig mir, was du anzubieten hast. Wow. Wie es auch immer wieder schafft, den Dialog von Scarlett vorwegzunehmen. Egal. Hier haben wir die Laterne, die er verkauft. Allerdings, wir haben ja von der Mine noch Minenarbeiter auch eine Laterne bekommen, das heißt, die Laterne haben wir schon mal. Dann bietet er noch Fischer an, was für einen Fischer wie Hengfisk durchaus legitim ist. Und Tran, das Lampenöl. Allerdings ist das Wassertor nicht ganz so dunkel. Das heißt, wir können hier auch durchaus auch ohne Laterne auskommen, das heißt, wir brauchen auch noch kein Öl. So, hier kannst du Lampenöl kaufen. Dann öffne das Inventar, um die Lampe aufzufüllen und ziehe das Öl auf die Lampe. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Es ist hell genug hier. Ja, hier haben wir jetzt den Eingang zum Wassertor. Hier hat uns Hengfisk hingebracht. Hier das alte Wassertor. Und wenn man da hinausschaut, sieht man direkt über Scarlett noch die alte Windmühlentaverne. Die alte Windmühlentaverne? Nein, einfach die Windmühlentaverne. Ja, von dort sind wir gekommen. Links davon noch die Brücke, die versperrt ist und weswegen wir hierher mussten. Ja, und wir sind jetzt hier und müssen hier ins Wassertor eindringen. Gerade noch die Vasen mitnehmen, wo sich die Assassinen gut bereit macht. Das heißt, wir rüsten besser mal unsere Rüstung wieder aus. Ist aber auch nicht schlecht, dass die Assassinen hier sind, weil wir hatten eh noch ein Hühnchen mit denen zu rupfen. Also, versteckte Assassinen betreten. Ja, geht nicht mit gezogener Waffe. Okay. Da haben wir schon mal ein Empfangskomitee. Da noch eine Tür, aber da können wir nicht rein, oder? Nein. Hier noch ein paar Urnen. Und da haben wir einen Derwisch-Elite und einen Assassinen. Und der Elite hat doch einen Hammer dabei. Na toll. Einmal
Durchziehen bitte. So, und jetzt wird hier diese Tür fokussiert. Einmal die Assassine durchs... Ah, das ist die Elite. Da haben wir nämlich den Hammer. Das heißt, wir haben jetzt, wenn ich immer mit Q die Waffen weg durchwechsel, eine Waffe der Hammerklasse. Hämmer und Äxte gehören zur Hammerklasse und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie extrem viel Schaden machen. Wenn man sich hier mal die Werte anschaut, der Gladius mit 15, Mondklinge mit 16 und der Hammer haut halt eben 38 rein. Geht natürlich zu Lasten der Geschwindigkeit, das Ding ist saulahm, wie man hier bei der Demo-Kombination sieht. Aber was sehr schön ist beim Hammer, man kann hier einfach mal solche Türen kaputt hauen. Ah, da steht jemand. Tu mir nichts! Oh, du gehörst gar nicht zu denen, stimmt's? Sie haben mich gefoltert. Aber ich habe ihnen nichts gesagt über die Fertigkeiten, die ich besitze. Dir jedoch würde ich nur zu gerne meine Dienste anbieten. Du hast mich befreit. Wer ist das? Wer bist du? Ich bin Edmundo, ein Mitglied des Netzes der Maske. Ich beherrsche einige Grundlagen der verbotenen Kunst der Totenmagie. Und dahinter waren sie her. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Ja, hier können wir zum ersten Mal Geistfertigkeiten lernen. Kannst du mir beibringen, was du weißt? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Meine Kunst ist sehr, sehr gefährlich. Na, wir sind auch gefährlich, also von dem her ist es wurscht. Ja, wir haben hier zwei Skills, die wir lernen können. Einmal den Zorn des Raben. Den nehmen wir mal mit, obwohl ich ihn recht selten benutze. Also ich glaube, ich habe ihn bis jetzt noch gar nicht benutzt. Aber wir können hier auch den Rabenblick mitnehmen. Und der ist schon um einiges interessanter. Also Zorn des Raben. Beschwöre drei Raben, welche den Feind attackieren und ihm 40 Schaden zufügen. Okay. Und der Rabenblick. Nimm die Sicht eines Raben ein, der einen bestimmten, oft besonderen Ort beobachtet. Das ist sehr interessant. Wenn wir da durch die Stadt laufen, sehen wir öfters mal dieses Rabenblick-Symbol. Also dieses Symbol hier. Und wenn wir dann die Fähigkeit verwenden, dann können wir eben sehen, was ein Rabe sieht. Sehr interessant manchmal, wenn man ein bisschen Überblick haben will. So, hier haben wir eine Truhe. 19 Dukaden. Na, musste gerade noch was schauen. So, dann gehen wir mal kurz in diese Richtung. Oder nicht nur kurz, weil das scheint zumindest der Hauptweg zu sein. Weil drüben bei Edmundo ging es ja nicht weiter. Einmal die Tür klein hauen. Und dann in einen Gang voller Assassinen rennen. Na toll. Hey, jemand ist in unser Quartier eingedrungen. Schnappt sie euch! Uiuiui. Beide erwischt, sehr schön. Zwei Assassinen durchsucht. Ja, was haben wir da? Das sieht aus nach zwei normalen Assassinen, einem Meister und das hinten dran müsste auch noch ein Meister sein. Lock mal die lieber mal raus. Sonst könnte es ein bisschen doof werden. Schöne Kombo. So, jetzt die beiden. Sehr schön. Der andere bleibt hinten. Die beiden kommen vor. Genauso wollte ich das. 1, 2. Ah, jetzt blockt er schon wieder. Der Sack. Zack. Jo. Tänzchen gefällig. Und da ist doch noch ein Meister. Und da hinten rechts steht eine Urne, die holen wir uns gleich. Meine Fresse, macht das viel Schaden. So, eine Urne. Wir haben jetzt zwei Wege zur Auswahl. Aber es scheint hier recht interessant zu sein. Schon allein, weil hier noch
eine Assassine steht. Ah, ist sogar ein Meister. Dann nehmen wir den nochmal mit. Und haben Level Up. Sehr schön. Neue Stufe 8. 2 Konstitution. 1 auf Stärke. Einen Goldring und ein paar Dukaten aus den Vasen bekommen. Da haben wir noch eine Assassine. Also wenn man die Kombinationsangriffe erstmal raus hat, dann ist es eigentlich ziemlich einfach, die auszuführen. Na, willst du heute noch sterben? Dankeschön. Schön, dass du mir den Gefallen tust. Ah, da steht noch eine Assassine. Komm jetzt. Dankeschön. Halt, halt, hör auf! Ich bin nur der Koch. Ich kann dir helfen, wenn du mich am Leben lässt. Wie, jetzt winselt er um Gnade? Na, sag mal an, Kleiner. Sprich weiter. Es gibt hier eine Tür, die nur mit einem rituellen Werkzeug geöffnet werden kann. Ein Dolch aus den alten Zeiten des Ordens. Wenn ich dir den Dolch überlasse, wirst du mein Leben verschonen? Mal drüber nachdenken. Das ist einer unserer Feinde, dem sein Orden, der sehr viel auf Loyalität gibt, hat unser Dorf angegriffen. Sorry, Bro. Ich glaube, den Dolch nehmen wir auch so von dir. Ich werde ihn dir aus deinen toten Händen reißen. Tschüss. Da haben wir jetzt den rituellen Dolch erhalten. So, haben wir hier noch was? Außer dem Sonntagshummer. Da ist noch eine Truhe. Goldenes Besteck und ein paar Dukaten. Und die Truhe können wir wohl nicht öffnen. Nope. Liegt da auf dem Tisch noch was? Auf dem Tisch liegt heute ein Fisch. Sehr schön. Brot. Und nochmal Brot. Ne, das war ein Kuchen. Egal. Da sind noch 2 Urnen. Nur ein Juwel. Ah, da ist noch eine imperiale Münze. Dann gehen wir mal weiter. Ja, gehen wir mal weiter hier lang. Da vorne ruckelt sich jemand durchs Bild. Auch sehr nett. Bleib nur stehen. Nee, ich habe jetzt keinen Bock stehen zu bleiben, ganz ehrlich. Weil ein Hammer tut weh. Moment mal. Ich höre da so ein Heulen. Ah, sehr schön. Wusste ich noch gar nicht, dass da ein Schattenportal ist. Ist mir nie wirklich aufgefallen. Dann schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Da in der Ecke ist nix. Nope. Ah, da ist eine Urne. Besser gesagt eine Vase. Da ist noch eine. Die knausern ja ganz schön hier. Das heißt, wir haben hier einen komplett leeren Raum. Oder ist hier noch was? Noch rausgefallen? Nein. Hier auch nicht? Nope. Da unterm Gemälde ist auch nichts? Nee. Na toll, leerer Raum. Aber wenigstens haben wir ihn gefunden, sehr schön. Ab durchs Portal zurück.